Dieses typische Geräusch ist aufgrund der Kühlung, die der MRT braucht. Das MRT funktioniert mit einem starken Magnetfeld, anders als das Röntgen oder die Computertomographie, die auf Röntgenstrahlen basieren. Das Magnetfeld, das richtet die Atome im Körperinneren aus und damit können wir dann ein Bild vom Körperinneren generieren. Die Patienten bekommen bei uns erstmal eine spezielle Kleidung, die frei von metallischen Gegenständen ist. Anschließend wird der Patient auf den Untersuchungstisch gelagert und wenn der Kopf zum Beispiel untersucht wird, wird der Kopf in einer sogenannten Kopfspule positioniert. Je nachdem können wir auch Kopfhörer noch anbieten, dass man eventuell auch Musik hören kann. Anschließend bekommt der Patient noch einen Knopf, den er im Notfall drücken kann, wenn etwas Unerwartetes während der Untersuchung passiert. Es sind sehr laute Geräusche, die während der Untersuchung entstehen. Das ist völlig normal. Die Untersuchung dauert ca. 20 Minuten, je nach Untersuchung. Und anschließend wird der Patient wieder rausgefahren und die Untersuchung ist dann beendet.